Das Zisterzienserstift Zwettl im niederösterreichischen Waldviertel blickt auf eine nunmehr 870-jährige Geschichte zurück. Die Klosteranlage gilt als eine der schönsten und zählt zu den kulturellen Höhepunkten romanischer und gotischer Bauten in Österreich. Das Stift Zwettl ist aber auch noch wegen einer anderen Spezialität weit über die Grenzen des Landes bekannt. Seit dem Spätmittelalter wurde hier Fischzug praktiziert und perfektioniert. Der sogenannte Waldviertler Stiftskarpfen gilt als etwas ganz Besonderes und wird auch von Feinschmeckern hoch geschätzt. Der Fischmeister des Stiftes, Josef Ploner, erklärt warum. Ja, das Besondere an sich, also Stiftskarpfen, Waldviertlerkarpfen, darf ich eigentlich sagen, ist, dass er eben langsamer wächst wie woanders. Und eben durchs Klima kriegt er eine feinere Struktur, feinere Muskelstruktur. Und durch, darf ich mal sagen, durch das gute Wasser da, das sieht man glaube ich auch am Zwettler Bier und da, dass das, dass das Wasser passt. Das ist natürlich schon Voraussetzung für einen guten Fisch. Wir produzieren an sich alles selber, das heißt mit einem Ableichen und haben einen dreijährigen Umtrieb. Das heißt, K1, K2 und der K3 wird dann ein fertiger Fisch mit 2 bis 2,5 Kilo sein. Fütterung ist mit Getreide, sprich Weizen oder Gerste. Und ja, Teiche werden jedes Jahr umgesetzt, das heißt jedes Jahr abgefischt, abgewogen, gezählt und wieder neu besetzt, die Teiche. Es wird hier alles selber gemacht, der geräucherte Fisch wird direkt da gemacht. Und der Solch ist ein normaler Holzelch, also kein vollautomatischer, sondern man muss nur nachlegen und es ist ja, altmodisch, aber trotzdem ist beim Geschmack merkt man es, glaube ich. Ein weiterer Segen ist die Schröpfmaschine, die die Fischgräten so fein zerkleinert, dass sie beim Essen gar nicht mehr wahrgenommen werden und die so den Stiftskarpfen zu einem genussvoll kulinarischen Erlebnis macht. Die Fischspezialitäten bekommt man übrigens direkt im Fischshop des Stiftes und einige auch im Klosterladen. Wohl bekomm's!